Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um das Thema Automafia. Habt ihr ja oben in der Videobeschreibung schon gelesen oder hier unten. Ein sehr interessantes Thema für mich. Ich meine, ich wurde operiert und war dann einen Monat krankgeschrieben und habe mir einige Dokus dazu angeschaut. Es gibt nicht so viele Dokus darüber, also wirklich nicht so viele, auch ältere Dokus. Aber es soll schon 3-4 Stück geben. Wie gesagt, eins blende ich jetzt mal hier ein. Es heißt Doku Schwarzmarkt im Visier Folge 2 Autodiebe. Das Video hat 800.000 Klicks und bezieht sich auf den amerikanischen Markt, sage ich jetzt mal. Wie dort die Autos geklaut werden und direkt mit dem Schiff verschifft werden. In Containern und so, die dann in Ghana landen etc. pp. Ja, sehr sehr interessant. Und dann gibt es natürlich ja auch ein sehr gutes Video, was sich auf den europäischen Markt bzw. auf Deutschland bezieht. Die Autoklauer Panorama, die Reportage von NDR. Er hat irgendwie ARD hochgeladen, warum auch immer. 500.000 Abonnenten, 140.000 Klicks. Sehr, sehr interessantes Video, müsst ihr euch mal geben. Ich hoffe, das ist das ganze Video. Ich werde es mal unten in die Beschreibung nur so verlinken. Es geht auf jeden Fall 40 Minuten und sehr interessant, dass die Autos da in Tadschikistan landen und ja, 90% geklaut sind und dort die krassesten Autos von hier fahren. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Als ärmstes Land der Welt oder so. Auf jeden Fall sehr krass, vor allem was für Leute dann im Endeffekt dahinter stehen, dass es hochrangige Leute aus, ja, aus der Politik sind etc. pp. Wie gesagt, für den einen oder anderen, den es interessiert, verlinke ich das Ganze in der Beschreibung. Schreibt doch mal eure Meinung dann in die Kommentare und ich hoffe, dann sehen wir uns im nächsten Video. Folgt mir auf Instagram und Peace.